Hallo Martin hier von Dr. Windows und vor mir liegen hier die beiden neuen Windows Phones von Prestigio, das Multiphone 8500 Duo hier auf der linken Seite und das Multiphone 8400 Duo auf der rechten Seite. Beide Geräte sollen Ende nächster Woche hier in Deutschland in den Handel kommen und wir fangen mal mit der kleineren Version an. Ganz bemerkenswert hier ist ganz sicherlich der Preis. Das Multiphone 8400 Duo wird für 79 Euro in den Verkauf gehen. Das ist wirklich mal eine Ansage, wenn man vor allen Dingen auch mal bedenkt, dass es hier einen Kamerablitz gibt und eine Frontkamera, die wir ja zum Beispiel beim Lumia 530 vermissen, beide Features. Ja, ansonsten ist Windows Phone 8.1 drauf, brauche ich euch jetzt wahrscheinlich nicht sehr viel zeigen dazu. Das ganz normale Standardsystem, das hier so ein bisschen ruckelt. Allerdings hat man mir auch gesagt, dass das Gerät hier noch aus der Vorserie stammt und dass die Geräte, die nächste Woche verkauft werden, dann deutlich besser laufen werden. Ja, die Rückseite hier kann man abnehmen. Darunter verbirgt sich ein herausnehmbarer Akku und zwei SIM-Slots sowie ein SD-Speicherkarteneinschub. Hier fehlt es also auch an nichts. Interessant anzumerken an der Stelle ist, dass bei Prestigio Standard-SIMs verwendet werden, also die ganz großen, die man kaum noch kennt, hängt damit zusammen, dass der Hersteller eben überwiegend in Osteuropa bisher vertreten war und dass dort eben die Standard-SIMs wohl noch viel stärker verbreitet sind, als das bei uns der Fall ist. Dann kommen wir zu dem etwas größeren Multiphone 8500 Duo, das für ja auch sehr günstige 159 Euro in den Verkauf gehen wird. Auch das hat eine abnehmbare Abdeckung auf der Rückseite, einen austauschbaren Akku, zwei SIM-Slots, einen Speicherkarteneinschub. Liegt sehr gut in der Hand, ist auch sehr dünn. Ich muss mal nebenbei spicken. 8,3 mm, also auch fühlt sich auch wirklich sehr hochwertig an. Für einen Preis von knapp 160 Euro kann sich das wirklich sehen lassen. Hat ein 27p-Display, IPS mit Gorilla Glass. Ist ein Qualcomm 1,2 GHz Quad-Core drin, 1 GB RAM, 8 GB Speicher sind integriert, der Akku hat 2000 mAh, 8 Megapixel Kamera auf der Rückseite, 2 Megapixel vorne und auch hier natürlich Windows Phone 8.1 in der Standardausführung, wo ich euch auch nicht mehr allzu viel drüber erzählen muss. Grundsätzlich würde ich sagen, das Gerät hier wirklich sehr günstig, wird sicherlich seine Fans finden. Bei dem 8400er bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, weil es ist auch so vom Display her ja schon wirklich an der unteren Grenze. Aber hier müssen wir halt ganz einfach auch fair auf den Preis schauen und sagen, für 79 Euro bekommt man halt auch genau das, was man für 79 Euro auch erwarten kann. Also wirklich auch ein Gerät, sage ich mal, für Leute, die keine Fragen stellen, sondern die einfach ein Phone suchen, das funktioniert, mit dem sie ein bisschen surfen können, ein bisschen Facebook, WhatsApp und dann hat sich's. Und für die Leute ist das hier eine gute Wahl. Ja, wirklich schön, dass sich auch mal ein anderer Hersteller hier nach vorne wagt und ich bin sehr gespannt, wie sich die beiden Geräte dann auch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen.